Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Baldur's Gate 3. Wir sind hier immer noch im Druidenhain und haben gerade gehört, dass wir Halcyon retten sollen, weil da irgendwas im Saloon-Tempel passiert mit parasitären Infizierten. So, und hier haben wir Herbstkrokus, den wir nehmen dürfen. Das Rote dürfen wir ja nicht, weil klauen wir ja. Hm. Nicht mal lesen, haben wir festgestellt beim letzten Mal. Gucken wir uns mal den Drow an. Der hat einen Brief bei sich. Spürt den Druiden auf, findet seinen Unterschlupf und meldet euch bei mir. Ihr seid Speer, greift nicht ein, tötet niemanden. Okay. Interessant. Können wir auch direkt mal in den Beutel reintun. Ne, falscher Beutel. Den Beutel. Rucksack, genau. Das Gift schicken wir mal an Astarion, der kann das besser gebrauchen. Pflanzen, die wir mitnehmen können. Und dürfen vor allen Dingen. Aber jetzt können wir das einfach so lesen. Eben konnte man das nicht, irgendwie komisch. Sagt mir jetzt nichts. Rune des Bären. Ah, hier kann man Runen drücken, okay. Hier ist noch eine. Ah, da vorne fehlt eine. Okay. That might be worth a look. Was meint ihr? Das darf ich alles nicht nehmen. Über Gegengifte. Tiefe Kerbe im Buch und sonst noch das Büchlein, wenn man ein bestimmtes Rezept öffnet. Geschichte. Ich saß in den Elfen, trank wie immer heißen Kakao, bla bla bla. Alle Zutaten in der Küche bereit. Rezept für Gegengift: Wermut und Bullywug-Trompete. Aha, okay. Spannend, spannend, spannend. Kessel mit brodelndem Trank. Oh, mit dem kann ich nichts machen, ne? Nee. Lettys Handschuhe. Porträt von Lobs. Oh, by Sylvanas, I just want my bed. Ich will dir jetzt nicht ihre Bilder klauen hier. So. Aber sonst ging es hier nirgendwo weiter. Aber hier ging es noch rein. Dienstbotenquartier. Smaragd-Enklave, die Lehren davon. Weidentruhe. Artefakte. Tafelquelle. Das war mal draußen schon geguckt. Schlafsackkessel. Beutel. Traue mich hier irgendwie nicht, irgendwas zu lesen.
nachher hauen die uns hier. Das ist auch scheiße. Also hier scheint es nichts zu geben, was wir nicht anfassen dürfen, ohne irgendwas zu klauen oder so. Wir könnten noch mit dem Wolf da hinten reden. Another stranger come to vex me. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts? No, wait. You smell fresh. Safe. You can stay, if you must. Das ist aber nett. Ihr seid nett zu den Leuten und dann sind sie auch nett zu euch. So, dann haben wir jetzt hier, glaube ich, mit allen gesprochen, außer mit denen hier. Die haben ja ihren Job. Vielleicht fragen wir nochmal kurz. Hallo? Few outsiders are allowed in here. Be respectful and do not interfere. Ach, hab ich schon. Tut mir leid. Show some dignity and leave. You've burdened this place with your troubles long enough. Okay, die sind alle dagegen. An outsider. Away! Okay. Anscheinend sind doch hier die Leute, die gegen die Fremdlinge sind, in der Überzahl, ja? Aber hier ist das Mädel, was wir gerettet haben, oder? You ever scare me like that again? I'll feed you to a gnoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Mhm. Das hätte böse enden können. The Nine Hells will sooner freeze over. But we'll try. Oh, wir haben was gekriegt. Tanzende Lichter. Was kann das? Erleuchtet einen Radius von 9 Metern. Oh, das ist doch gar nicht mal schlecht. Wenn man irgendwo richtig dunkel ist. Dann schauen wir mal, wem geben wir das? Wem geben wir das? Hier, Gale. Kann das gut brauchen. Ja. Naja, der ist ja auch der Einzige, der hier von uns nicht im Dunkeln gucken kann, ne? The road to Baldur's Gate looks a little less daunting now that we're all back together. Das ist doch schön. So, da ist wieder der Typ, der uns beklaut hat. Hello again. Ich wurde beklaut. Du hältst doch Wache, hast was Verdächtiges gesehen? Me? Suspicious? No? Weißt du, ob sich hier Diebe rumtreiben? No, I sure don't. But I'll go ask my boss for you right now. Ja, mach das mal. Dein Boss, ha? Huh? Da unten. Okay. Merke ich mir. Hallo Amek, wer bist denn du? Those dirt kissers would let us die for the sake of their bloody grove. Boah, klar. We could help each other. Fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away. Ach, den sollten wir hier fragen. Nach dem Drachenschatz. Ich möchte den Drachenhort sehen. Then reaches for a concealed hatch. Danke, dass du mir die Tür gezeigt hast. Hallo? His eyes flicker to yours for an instant, then away, as if it hurts to look at you. Du bist eigenartig. So, hier kommen wir rein. Hallo. Da unten ist jemand.
Guten Tag. Well, look who's come to visit. My kids say you've been busy since you got here. Merkon says you got him out of a tight spot with some harpies. Gotta say, I'm impressed. You saved Arabella from the druids. Don't know what those bastards would have done. Um, die ganze Schwindlerei. We're saving up for a better hideout when we get to Baldur's Gate. Why? You planning on telling me stealing is wrong? Ja. Weiß nicht so richtig. Ah, komm, ich mach mal hier. Ich investiere mal. Won't turn down free money. I've got operating costs you wouldn't believe. Come see me in the city sometime, huh? I'll repay this and then some. See you around, maybe. I need new pockets to pick. What? Hello? Kannst du was? You're the first grown-up who's ever gotten in here. Not bad. Ja, danke. That scam is going to kill in Baldur's Gate. Hier gibt's Zeug, aber das ist auch alles. Naja. You came! I have. Here! Mol said I should thank you properly for the harpies. So I wrote you a story. Lieb von dir. It's about you. Hey, es sind Kinder. Lass mal gucken. Sein Harpennest, ausgezeichneter Kletterer, er wollte nach oben zu dem Nest klettern, um etwas daraus zu stehlen, aber die Harpie war sehr gemein, stimmte ein Lied an und der Junge vergaß, was er tat. Da kam ein Glücksritter vorbei, der war sehr stark und tötete Harpie mit einem Schlag, naja, nicht mit einem, rettete den Jungen. Der Junge war sehr kalt, er hatte Angst, stand im Wasser, bla bla bla, Ritz hat ihn gerettet. Der Junge wollte sein wie er. Stark sein, andere Not rennen, nie wieder Angst haben, genau wie der Glücksritter. Ja, nett. Guck mal, hier, 14 Gold. Kann man verkaufen. So, so eine tolle Geschichte, also kann man ja mal zu Geld machen, ne? Also. Sorry about the nest. So, hier geht's hoch. Haben wir hier irgendwas? Worse than junk. Don't worry, kid. Baldur's Gate. Hier geht's auch nach oben. Kann man ja hier auch noch, kann man da hochspringen? Kann man? Sehr gut. Oder kann nur ich das? Liegt da unten irgendwas im Wasser? Abgrund, okay. Da geht die Treppe, da kommen wir her, oder? Ja. Also kann man hier nichts groß machen. I need new pockets to pick. Könnte noch hier wieder runter. Ja, aber das ist ja dasselbe, als wenn ich jetzt hier wieder rüber jump, ne? Jump! Jump, jump! So, und dann geht's hier noch irgendwo hin. Was da noch gibt. Ein Loch. That's curious. Ah, leider von hier. Okay. Hat aber die Gruppe gebrochen, weil die wahrscheinlich alle nicht da durchpassen. Weil die alle zu groß sind. Aber wir Gnome sind klein genug. Na gut, dann gibt's ja hier jetzt noch nichts mehr weiter groß. Hier geht's noch irgendwie in den Abgrund.
So. Das ist ein bisschen zu weit. Zu weit, Mama. Ja, ja. Dann gehen wir wieder zurück. Würde ich sagen. Ah. Sagt alle Hallo zum kleinen Koala. Wo ging's denn jetzt nochmal raus hier? I need new pockets to pick. Hier geht's raus. War ein bisschen verwirrt gerade. Fühle ich mich so ein bisschen wie vor 3 Jahren, als ich es im Early Access gespielt habe. Da hatte ich auch das Baby auf dem Arm. Und jetzt habe ich den Kleinen hier auf dem Arm. Der ist ja inzwischen ein bisschen größer. So, ich glaube, wir reden mal mit Selma wegen diesem komischen Druidenzeug. You're going to get us killed. What will we do for work when we get to the city? That's not Silver, but he's still fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. What's up? Ah, it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh! There isn't a bit of color in those cheeks, Petle. Are you harsh, cold, feverish? Auntie Etel will sort you out. I've lotions and potions galore. Is that so? Eigentlich geht's mir ganz gut. Sorry, love. I just lose the run of myself sometimes. I must say, though, you're looking mighty peaky. Are you all right? Oh, stop! Even on a good day, half the camp acts like a bunch of screaming brats. I'm tempted to smack them all on the backside and tell them to kiss and make up. Not that they'd listen to little old me. Anyway, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Dann zeig mal her, was du hast. Hey, bother.
So, ein bisschen spielen unter schweren Bedingungen hier. Ja, was hat sie denn? Trank der Unsichtbarkeit. Schweinekopf. Wir haben ja hier gerade was, was wir verticken konnten. Gesammelt. So, jetzt machen wir nicht den Fehler, den wieder zurückzukaufen. Weil anscheinend ist das ja verbuggt. Aber wir haben hier einen Trank der mächtigen Heilung, den können wir uns zulegen. Finde ich auch ganz gut. Die Heiltränke nehmen wir auch mit. Können wir bestimmt gut gebrauchen. Ja, komm. Die stapelt man nicht. Okay, komisch. Aber vielleicht geht es auch nur nicht in dem Menü, das ist auch manchmal irgendwie komisch. Und wir haben hier so einen Stab. Für Faustkämpfer. Aber die haben wir nicht. Wir haben keinen Mönch irgendwie bei uns. So, Astarion hat aber auch noch was zum Verticken hier. So. So, da ist der kleine Koala wieder auf dem Arm. So, und jetzt gehen wir nochmal hin und jetzt müsste man den Rucksack vernünftig zurückkaufen können. Besser funktioniert. So, und jetzt gehen wir noch zu Silver. Und schauen uns mal an, was der da noch zu sagen hat zu dieser idischen Bedrohung. Ich fürchte mal, der wird irgendwie so, ist doch voll doof. Da hat er recht. Aber richtig, den Kampf zwischen den beiden würde ich irgendwie versuchen zu vermeiden. Jetzt auch wieder alles nur zum Klauen. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Also ich kann ja anbieten, irgendwie zu helfen, ne? Könnt ihr das Ritual verzögern? You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Corga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. Na, ich möchte die jetzt nicht aufwiegeln noch. Ich biete mir mal eine Hilfe bei der Flucht an. It's good of you to offer, but there's a whole army of goblins out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. Den Anführer der Goblin-Horde töten. Ja, mal gucken, was ich nur machen kann. Ja. Everyone in this camp depends on it.
Thank you. We'll be ready to leave as soon as you give word. Starion and I have keinen Bock drauf. But if there's a clear path past those goblins, you're the one who helped to the gate. Glad to have another sword. We might need it. Wie viel Knete haben wir jetzt? 120? Ja, es ist nicht sonderlich viel, ne? Wir haben ja gerade auch viel gekauft. Ich möchte nochmal gucken. Irgendjemand von den Händlern hatte ja eine Handarmbrust, glaube ich, gehabt. Weil die hätte ich nämlich auch ganz gerne noch für Astaga. War er das hier? Ich mein schon. Looking for steel? I have, well, something close. Er hat sogar eine magische, aber die ist halt 169 wert und wir haben nur 127. Alles hier reinschmeißen und den Schädel. Reicht's nicht? Das ist 8 wert. Nix. 6, 28, weil die Heiltränke ist auch blöd zu verkaufen. Werkzeuge. Wir könnten davon mal Stapel machen. Die sind schon was wert. Nein. Hey, wie geht's ab? Also müssen wir ein bisschen anders machen. Gift kann ich auch verticken. Komm, das Gift brauchen wir jetzt erstmal in Ruhe nicht. Wir finden bestimmt auch super viel Gift. So. Dann ein Teil von dem Diebeswerkzeug. Und schon hätten wir genug, um das zu kaufen. Allerdings nur eine. Hoffen wir, dass wir noch eine andere finden, weil dann können wir nämlich zweimal die Runde schießen. Und das ist nämlich dann schon ganz cool. So, und jetzt haben wir noch 8 Gold und sind wieder pleite. Quasi. Das heißt, wir müssen mal wieder nach draußen. Finde ich. Und mal schauen, dass wir ein paar Leute looten können. Nicht wahr? Hat er noch irgendwas Neues? I doubt it. Need anything else?
Of course. But please, remember. You're not the only one in need. Ja, ja, ja. Was hast du denn hier? Hast du noch eine Hand am Brust? We don't even know these people. That doesn't matter. Of course nee, it does. Aber nicht. You would choose strangers over us. Und die ganzen. Das finde ich auch gut, dass sie das behalten, was man denen vertickt. Wenn wir es irgendwann wieder zurückkaufen. Den Schädel können wir mal verticken, den brauchen wir nicht. So. Sylvanas be with you. So, dann würde ich sagen, ab nach draußen und dann schauen wir mal, ob wir diesen Hals hinfinden. Dun, 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 dun. Tor öffnen bitte. Öffnet die Tore. So, aber wie es dann weitergeht hier draußen in der Wildnis, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Kleine Shopping-Folge. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis, tschüss, bis zum nächsten Mal.